Aber da kommt das schon. Das ist natürlich mit Abstand die schönste Reise, ne? Immer da lang. Oder da lang für den Überblick. Der Überblick an der Stelle gucken wir genau hin. Von Mramor, Kosovo gestern ins Mazedonien hinein. Heute Skopje. Da malen wir uns ein Bild von. Ein Tag in Mazedonien ist viel zu wenig, wenn man Dane Kapevski besuchen will, sagt Dane Kapevski. Wenn du 3 Tage in Mazedonien verbringst, hast du mehr Freunde als in Deutschland nach 5 Jahren. Sagt auch der Dane Kapevski. Er ist Künstler, er lebt in der Nähe von Skopje und sagt auch sonst noch dies und das. Und Christian Dassel, so wie er ist, hat sich das alles in Ruhe angehört. Und Dane, wie war noch der Nachname? Sagte übrigens auch noch, dass Pause machen total wichtig ist. Fangen wir also mit dem gemütlichen Teil gleich mal an. Ah. Mittagspause. Komm her, du hast was nicht gesehen. Ganz wichtig. Komm her. Komm mal nach draußen, Kameramann. Widerstand ist zwecklos. Und dann mach die Tür auf und kannst du reinkommen zum Mund. Das ist ein guter Opener. Hier fühle ich mich wie zu Hause. Busto, Busto, Balkan Busto. Genieß noch ein bisschen die Ruhe, weil gleich treffen wir den Dane Kapevski. Soweit korrekt. Ein sehr wortgewaltiger Künstlertyp, der lange in Recklinghausen gelebt hat. Das war leider falsch. Reda Wiedenbrück ist ein kleines Stadt. Reda Wiedenbrück, okay. Was aber stimmt? Wenn der Dane loslegt, dann klingt es ungefähr so. Deshalb jetzt in aller Ruhe unsere Reise Richtung Matka Canyon. Das ist der Blick aus Danes Atelier. Jetzt Kamera kann aufnehmen. Jetzt langsam komme ich hin vor. Ich wollte ein paar Steine vom Fluss nehmen. Ja. Gehe ich unten, habe ich gesehen ein Dings und niemand hat gemerkt, dass es Vogel. Oh, wie schön. Ja, das merken wir. Früher waren seine Werke monumentaler. Otto heißt sein bekanntestes Werk. Jahrelang das Wahrzeichen von Reda Wiedenbrück. Mit Otto wurde Dane berühmt. Warum so groß? Warum so groß? Warum denn nicht? So gesehen hat er recht. Ah. Weil ich wollte gucken, anatomisch, wie stark bin ich, überdimensional zu denken. Als Maler und Skulpturenbauer hat er fast 30 Jahre lang in Deutschland gelebt. Dann zog er nach Skopje, bis er in Matka dieses Haus entdeckte, direkt am Fluss, am Eingang des Canyons. Wenn man so lebt, mit so einem Ausblick, also wie wichtig ist es für dich als Künstler? Ja, ist natürlich wichtig, weil du hast, alleine die Ruhe macht dir zum Denken nur über, Skopje ist Chaos. Skopje, gerade du stehst was zum Ende, da kommt Bus, da kommt das, da kommt da jemand, ich sehe mal irgendwas. Da waren wir heute in Skopje. Ja. Ja. Könntest du denn auch in Skopje Künstler sein oder ist es wichtig, dass du hier Künstler bist? Wenn du bist Profi, scheißegal, kannst du in den Keller malen. Wenn du bist Profi. Ach so. Dein ganzes Leben machst du das als Kind, ist mir scheißegal. Wenn ich mal 20 Leute kann Party machen, ich kann immer noch malen. Allerdings gibt es in Danes Leben zwischen Party und Kunst so gut wie keinen Unterschied. Cheers. Prost, Dane. Er macht sehr viel Kunst. Seine Werke sind spektakulär, seine Werkstatt aber auch. Party. Siehst du selber die Natur, was eure Kamera sieht, sieht die auch die Publikum vom Fernsehen. Also diese Hülle ist die beste Atelier, was habe ich gesehen in Mazedonien. Ich fühle mich ein bisschen wie Hippie, wie Steinzeit, also was weiß ich. Diese Skulpturen bestehen aus Schrott und entstehen typisch mazedonisch spontan. Ich kann nicht planen eine Figur, das kommt auch daran, welcher Teil ich finde. Schrottplatz für mich ist Goldplatz. Das ist meine Palette. Genau wie wenn ich male. Ich sage immer, die Palette ist Mutter. Eine spontane Unterbrechung bringt uns zu einer weiteren mazedonischen Tugend. Check ein Interview, mein Vati. Geselligkeit geht hier über alles.
aus Besuch. Wie gesagt, einerseits Kunst, andererseits Party. Dani lebt beides intensiv. Das ist übrigens Jakob Drenkowski. Jeder kennt ihn in Mazedonien. Ist ein Fan. Ehrlich? Ja. Er ist ein Star? Ja, das ist ein Star. You are a star? Somehow? Nee. Sagt er in Deutsch, eine sagt so, die andere so. Der Jakob ist Musiker und ein eher stiller Typ. Am liebsten setzt er sich irgendwo hin und spielt Gitarre. Sollen die anderen doch machen, was sie wollen. Spazieren gehen zum Beispiel. Nichts gegen Reda Wiedenbrück, aber wenn Dane die Wahl hat, dann ist er hier. Stell dir vor, ich habe Ausstellungen in ganzer Welt. Ich mache Lachen mit den reichen Leuten, die kaufen meine Bilder, muss ich das Job. Weil du alle will Autogramm und solche Scheiße. Und natürlich, irgendwann bekommst du diese Idee, einmal die Reifen niedriger. Luft ablassen. Und das ist hier möglich. Stell dir vor, morgen komme ich hier, spazieren und kann ich gut denken, alles. Was für eine Aussicht, was für ein Tag und was ist mit dem Abschied? Hey, Dani. Tschüss. Hey, Beder. Er war ganz, ganz netter. Danke, selber. Und tschüss. Ach, der Dassel und die Menschen. Eine super Kombi. Und weil die letzten 6 Minuten viel zu wenig waren,